Guten Morgen. Ich mache heute einen kleinen Kuchen. Und zwar überall die halbe Masse, weil ich das mal nicht so viel brauche. Wenn ihr so einen normalen Kuchen macht, in einer normalen Springform, 26 cm oder 24, glaube ich, geht auch noch, aber ist schon grenzwertig, dann müsst ihr bitte die doppelte Menge nehmen. Gell? Ich habe jetzt die Hälfte Menge genommen, weil ich mache so einen Margaritenkuchen. Und zwar ist der sehr relativ einfach und schmeckt gut und den muss man jetzt nicht tagelang im Kühlschrank lassen, bis er gegessen wird, sondern der wird relativ schnell jetzt gegessen. Mir sind nicht so viel Leute. Gut, Entschuldigung. Ich habe jetzt da einen Schnee geschlagen. Mit insgesamt Zucker habe ich da drinnen und 2/3 vom Zucker habe ich zum Schnee dazu tun. Bitte tut den Schnee weiß anschlagen und dann erst löffelweise den Zucker dazu. Und dann ist das so ein Schnee. Relativ festschlagen, also nicht schmierig, sondern schön festschlagen. Da habe ich drinnen ein Butter und da tue ich jetzt ein Marzipan dazu. Jetzt schaue ich mit dem Rührer gerade mal verrühren, ob das besser geht. Du kannst es vielleicht zuerst mit dem Rührer machen, weil das einfach im Marzipan und in Butter ganz gut verrührt. Und nachher gehen wir mit dem Schneebesen weiter. Okay. Das Backrad auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da backen wir es nachher, schätze ich, so 35-40 Minuten. In großen müsst ihr 50 bis 60 Minuten backen. Aber wie gesagt, ich mache heute die Hälfte. Und deshalb habe ich die kleinere Form. Oder vielleicht habe ich überhaupt eine kleinere Backform. Eine runde auch, das spielt da keine Rolle. Mir gefällt die Margaritenform recht gut, aber das muss. Da tun wir jetzt Dotter für Dotter. Bitte tut es nicht alle drei Dotter rein, sonst bindet es euch nicht. Ich sage das jetzt mal dazu, weil es sind ganz viele, die was das erste Mal mein Video anschauen. Und bitte alles Zimmertemperatur und die Dotter einzeln dazu. Ich schalte jetzt die Maschine ein, dass ich das einmal zeige, weil sonst, es regen sich sicher wieder ein paar auf, weil es so laut ist, aber eine Küchenmaschine ist halt laut und es geht nicht anders. Ich habe jetzt da die drei Dotter. Und sobald der erste Dotter gebunden hat, tun wir jetzt auch keine Zimtsorten dazu. Entschuldigung, der Zucker gehört dazu zum Marzipan und Butter. Das spielt jetzt keine Rolle, weil rein ist rein und das ist auch wurscht, ob jetzt bei den Dotter. Aber eigentlich gehört Zucker, Butter und Marzipan richtig geschlagen. Und dann kommen die Dotter dazu. Aber es ist überhaupt kein Problem. Ich habe das jetzt auch vergessen und so ist es halt manchmal. Dann tun wir das außer. Dann tun wir also ein Drittel Schnee, den wir relativ zügig unterrühren.
Und dann tun wir einen Schnee und das Mehl und die Stärke, das was gesiebt ist, tun wir dazu. Dann tue ich einen Tropfen Vanillearoma dazu. Da könnt ihr eine Vanilleschote auch dazu tun, gell? Ich tue jetzt einfach so ein bisschen das ist ein Vanilleextrakt. Dann tun wir den restlichen Schnee dazu. Und das tun wir jetzt vorsichtig unterheben. Machen wir jetzt noch mit dem Spatel. Das tue ich immer, dass wirklich schön alles mitgeht. Jetzt muss ich schauen, ob das nicht so und so für diese Menge gedacht war. Jetzt tun wir es einmal rein. Das passt schon. Dann Thomas gibt da ein bisschen. Und so, ich schaue natürlich genau auf die Uhr. Ich zeige euch aber den Kuchen, wenn er fertig ist, gell? Viert euch dabei. So, der Kuchen ist fertig und ich habe 25 Minuten rein gehabt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die Form heute das erste Mal hergenommen und eigentlich vertrags das ganze Rezept. Das ist ein bisschen wenig gewesen. Ich hab die total unterschätzt, die Form. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das tut mir leid. Aber es könnt das Rezept, was ich reinschreibe, das könnt ihr jetzt ohne weiteres, so wie ich es eingeschrieben habe, hernehmen. Von der Größe her, das geht für eine normale Kuchenform, ca. 26 cm. Und da, die habe ich wirklich ein bisschen unterschätzt, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, die schaut so klein aus. Und jetzt habe ich mir gedacht, die ist, da erreicht man die Hälfte, aber es hat ruhig das Ganze sein können. Es ist ein bisschen nieder, aber so ist es manchmal. Ich habe da einfach eine Marillenmarmelade aufgestrichen, einfach mit dem Pinsel aufgestrichen. Und jetzt tue ich den Fondant drüber. Das ist ein Fertig-Fondant von Nordpol. Da könnt ihr einen ganzen Krümel bestellen bei Totendekoration und der hebt, braucht es einfach wieder verschließen, in den Kasten rein tun und das hebt.
Und ich muss sagen, den mag ich recht gern. So genau muss das nicht sein. Und das, was übrig ist, ich habe jetzt einen Spritzer Zitronensaft dazu reingetan, dass es ein bisschen nicht so ganz dick ist, sondern ein bisschen dünn ist. Und ich mag ganz gern den Zitronengeschmack. Also gut, ein paar Tropfen, tut es nacheinander rein, wenn es euch tut's dick ist, einfach noch ein paar dazu. So, das ist mein Margaritenkuchen. Wie gesagt, ich schreibe das Rezept ein und nachdem haltet ihr euch die Hälfte, braucht es nicht machen. Das, wenn ihr solltet dieselbe Form haben, geht sich das aus. Ich sage wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schreibe das Rezept ein. Ich mache ein Foto und stelle es ins Netz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch. Danke.